Heute machen wir Stockbrot. Hallo, ich bin die Sarah von Jotland. Hallo, hier ist der Ralf von Jotland. Wir haben uns heute hier in die Jotte gesetzt. Draußen ist kein allzu prickelndes Wetter. Das ist aber genau der richtige Moment, um hier heute, was machen wir heute? Stockbrot. Stockbrot machen wir heute. Was brauchen wir für ein Stockbrot? Mehl, Hefe, Salz und Wasser. Genau, und weil ihr uns in der letzten Video, sehen wir was gebacken haben, immer nach einem Rezept gefragt habt für den Teig, wollen wir euch heute auch zeigen, wie wir den Teig machen. Also unser Standardrezept für einen richtigen Hefeteig ist 1 Kilo Mehl, 600 ml Wasser, ein Päckle Hefe und etwas Salz, ich würde mal sagen so 20 Gramm ungefähr. Das ist am Lagerfeuer aber alles etwas schwierig zu machen und von daher haben wir uns überlegt, dass wir jetzt einfach mal gucken, wie diese Menge hier in so eine Standard-Email-Tasse reinpasse. Dann kann man nämlich nachher sagen, ich brauche so und so viel Tasse Wasser und ich brauche so und so viel Tasse Mehl und dann habe ich das Ganze dann auch zusammen. Wichtig für so einen Hefeteig ist, um auch unsere Geheimrezepte zu verraten, dass man ein ordentliches Mehl nimmt. Wir haben hier von der Hubermühle, das ist eine regionale Mühle, ein Biomehl. Da kann man jetzt, je nachdem wie das Brot schmecken soll, kann man Mehl nehmen, Typ 550. Wir haben hier den Mehl Typ 1050, das heißt, das Mehl ist etwas gehaltvoller. Das gibt ein etwas herzhafteres Brot nachher. Von der Hefe her kann ich eine frische Hefe nehmen oder ich kann auch so eine Backhefe nehmen, so eine Trockenhefe nehmen, aus dem Beutel raus. Da ist, also wenn ihr Zeit habt, nehmt lieber weniger Hefe, wie auf der Packung angegeben ist. Hier ist jetzt ein Päckle Trockenhefe für 500 Gramm Mehl. Ich würde dieses Päckle, also zwei bräuchte ich eigentlich für dieses Kilo, aber ich nehme nur eins. Oder noch weniger, wenn ich Zeit habe, weil je länger diese Hefe arbeiten kann, umso besser. Und andersrum, je mehr Hefe ich im Teig drin habe, umso mehr schmeckt es dann auch nachher nach Hefe. Das will ich aber gar nicht unbedingt haben. Ja, und das Wasser haben wir hier schon mal am Feuer stehen, weil das soll nachher alles ungefähr die gleiche Temperatur haben. Das kam sehr kalt aus dem Hahn, deswegen habe ich es etwas vorgewärmt. Weil wenn die Zutaten alle die gleiche Temperatur haben, dann ist es viel einfacher zum Backen nachher. So, dann fangen wir doch mal an, oder? Und wiegen mal ab, wie viel die Sache so passe. Ja. In die Tasse passe. Genau, stellst die Tasse drauf und dann machst du die Waage an. Wir müssen warten. Ja, jetzt ist 0. Das heißt, wir haben das so ausgewogen, dass wir nur den Inhalt von der Tasse wiege. Petromax gibt, die 2 Gramm macht nichts, das hängt jetzt davon ab, wie man hier aufs Brett drücke. Petromax gibt den Inhalt dieser Tasse mit 360 ml an. Bei Wasser ist das glücklicherweise das gleiche, 360 ml wäre 360 Gramm. Aber wir gucken jetzt einfach kurz, was dabei rauskommt, wenn wir jetzt hier diese Tasse mit Wasser fülle. So, jetzt ist die Tasse ganz voll. Was zeigt sie an? 375 ml Wasser. Gut, dann haben wir das doch schon mal. Und als nächstes mal, was die Tasse wiegt. Die wiegt 159 Gramm. Und jetzt machen wir hier noch die andere Tasse. Ah, die wiegt 5 Gramm mehr. Machen wir hier nochmal auf 0. Und dann machen wir hier unser Mehl rein. Wie gesagt, wir haben uns hier für ein Weizenmehl der Firma Hubermühle entschieden. Wie gesagt, die ist hier zwei Dörfer weiter. Mache die ein hervorragendes Mehl. Dadurch das Biomehl ist sehr lecker. Das nehmen wir auch immer zum Brotbacken. Also einmal im Monat backen wir. Und dann ja auch dieses herzhafte Mehl, dieses 1050er. Werden wir hier jetzt verwenden für das Stockbrot. Also machen wir hier mal eine Tasse mit Mehl voll.
Ja, mal hier. Also 200 Gramm Tasse in eine Tasse rein. Jetzt wissen wir, dass eine Tasse 200 Gramm wiegt. Und wir wissen, dass also Mehl wiegt 200 Gramm. Und wir wissen, dass die Tasse Wasser 370 Gramm wiegt. Es wäre gut, wenn man in Mathematik aufgepasst hätte, weil wenn man jetzt 1 Kilo mit 600 Milliliter Wasser rechne, wie viel Mehl brauchen wir dann auf 370 Milliliter Wasser? Das ist ein bisschen mehr als ein halbes Kilo, was man dann braucht. Gell? Von daher würde ich vorschlagen, mir bemühe kurz unseren Taschenrechner. Also, um das jetzt auszurechnen, brauchen wir einfach der klassische Dreisatz aus der Mathematik und deswegen haben wir uns entschieden, das doch mit dem Taschenrechner zu machen. Und zwar haben wir 600 Milliliter Wasser auf 1000 Gramm Mehl. Wir wollen aber nur 375 Milliliter Wasser mal 1000 Gramm Mehl und dann dividiert die 600 vom Anfang gleich. Sind 625 Gramm Mehl, was wir brauchen, auf 375 Milliliter Wasser. Das heißt, wir brauchen 3 Tassen Mehl auf eine Tasse Wasser. Ja. Und so werden wir jetzt dann den Stockbrotteig auch ansetzen. Was brauchen wir hier? 3 Tassen Mehl auf eine Tasse Wasser. Genau, deswegen brauchen wir die Waage, brauchen wir schon mal nicht mehr, weil jetzt wissen wir ja, wie viel Tasse wir brauchen. Hier haben wir mal eine Tasse, mach die mal runter hier. Dann mache ich die Waage hier fort. So, da brauchen wir die Schüssel. Da können wir das nämlich schon mal reinmachen. Eine Tasse Mehl. So, jetzt pass auf. Jetzt gebe ich dir die 2. Tasse Mehl. Und die Also 3 Tassen Mehl auf 1 Tasse Wasser. Aber bevor wir das Wasser reinmachen, machen wir die Backhefe noch rein. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir 600 Gramm, das ist für 500. Also ich würde jetzt, wenn ich Zeit habe, nur das halbe Päckle reinmachen. Damit es jetzt ein bisschen schneller geht fürs Video, machen wir das ganze Päckle rein mit der ganzen Hefe. Salz hier hole, während die Sarah die Hefe reinmacht. So, und vom Salz her, so 20 Gramm ungefähr, das ist so in der Hand, so diese Menge. Beim Brotteig ist es auch nie verkehrt, ein bisschen mehr Salz drin zu haben, weil zu wenig ist schlimmer, weil dann schmeckt es einfach fade. Und von daher machen wir lieber ein bisschen mehr Salz rein, wenn wir haben. So, das brauchen wir auch nicht mehr. Hier, dann kannst du das mal ein bisschen durcheinander machen, bevor wir das Wasser dran machen. So, und das war jetzt 1 Tasse voll, 375 Milliliter. Gut, jetzt mache ich das Wasser dran. So, und jetzt können wir vorsichtig schmoddern. Ich glaube, die Schüssel haben wir fast ein bisschen zu klein gewählt. Ja, das wird jetzt schon irgendwie funktionieren. Fangen wir an. Während die Sauer knetet, kümmere ich mich noch mal ein bisschen ums Feuer. Weil was wir nachher haben wollen, ist einfach schön viel Glut. Dafür brauchen wir ein reifes Feuer. Sprich, je mehr Glut wir nachher haben, umso besser, weil das Stockbrot mag gar nicht die Flamme, sondern es mag einfach die Wärme, die Strahlungswärme von der Glut. So, den Teig müssen wir jetzt zu einem geschmeidigen Bolle hier zusammenkneten, der nicht an den Finger klebt und aber auch nicht mehr am Topf und aber auch nicht morsch und mürbe wird, sage ich jetzt. Da ist vielleicht wichtig zu wissen, dass die Wassermenge mit 600 Milliliter, das kommt ganz gut hin. Allerdings unterscheidet sich das auch darin, was ihr für ein Mehl verwendet.
Wenn je gehaltvoll euer Mehl ist, umso mehr Wasser braucht ihr auch. Oder auch ein Roggemehl braucht mehr Wasser als ein Weizenmehl. Bei Dinkel kommt ungefähr die Menge gut hin auch. Aber damit will ich sagen, ihr müsst es einfach ausprobieren. Das heißt, wenn ihr einfach ein Mehl habt, was ihr bevorzugt gern verwendet, dann testet es aus und tastet euch so ein bisschen ran, um das richtige Verhältnis dann auch rauszukriegen. Je mehr Wasser ich übrigens, also wenn ich Zeit habe und ich schaffe mehr Wasser in diesen Teig rein, dann habe ich nachher auch ein Brot, was einfach ein bisschen saftiger ist und auch länger hält. Das heißt, es wird nicht so trocken, weil es in sich schon mal mehr Wasser zum Speichern hat. So, wir haben hier jetzt Knete. Langsam ist der auch gut. Ihr merkt, die Hände werden langsam wieder sauber. Und der Teig kann ich gut aus dem Topf rausnehmen. Hebt nicht mehr an der Schüssel an. Von daher können wir den jetzt in die Wärmestelle und eine halbe Stunde, würde ich sagen, gehen lassen. Eine halbe Stunde ist das Mindeste, was ich so brauche, um diesen Teig gehen zu lassen. Wenn ich eine Stunde Zeit habe, wenn ich zwei Zeit habe oder wenn ich den vielleicht sogar abends mache, damit ich morgens meine Weckler backen kann, kann ich ihn auch über Nacht gehen lassen. Dann empfiehlt es sich aber auch mit der Temperatur ein bisschen runter zu gehen. Also wenn ich einen Teig über Nacht gehen lasse, kann ich den einfach kühl stellen auch. So ein Hefeteig, wenn er kühl steht, dann kann der auch 5 Tage haben und gehen und in sich arbeiten. Das funktioniert. Wenn er nur eine halbe Stunde gehen soll, dann soll der relativ warm stehen. Deswegen stellen wir den jetzt dann ans Feuer hier und machen unsere Hände nochmal sauber und bereiten dann die Stockbrotstücke vor. Wenn wir dann der Meinung sind, dass unser Teig genug gegangen ist, dann können wir uns so ein mandarinengroßes Stückle Teig holen wir uns hier raus und damit machen wir gleich unser Stockbrot. Den Teig kann man jetzt einfach irgendwie um diese Stange rumschmottern. Aber auch da haben wir einen kleinen Trick für euch, und zwar machen wir hier aus dieser Teigbolle. Ihr seht inzwischen auch, der klebt kaum mehr. Das ist ein schöner, geschmeidiger Teig geworden. Wir machen einfach so eine Wurst daraus. Und den wickelt die Sarah jetzt um ihren Stecker rum. Da kann man das vorne festmachen und dann wie so ein Korkenzieher kann ich das einmal um die Stecke also rumwickeln. Ihr seht, es gibt eine kleine Spirale, es gibt eine schöne Form, eine schöne glatte Oberfläche, eine gleichmäßige Dicke für das ganze Stockbrot, so dass wir das dann nachher am Feuer gut backen können. Haben wir uns eine Seite frei hier, dass wir da schön Glut haben. So, das ist doch jetzt unsere Backseite hier, und auf der anderen Seite können wir weiter Feuer brennen lassen, dass uns die Glut nicht ausgeht. So ist jetzt schön, dass wir hier unser Brot neben der Flamme backen. Also manche Wölfling kommen immer in Versuchung, so das Brot in die Flamme reinzuhalten. Aber wichtig ist die Glut unten.
Und ihr seht, es geht auch relativ schnell hier, das heißt, man viel Glut, dann geht ein bisschen weiter weg. Weil ich kann ein Stockbrot schnell fertig machen, dass es außen schön gebräunt ist, dann ist es aber innen noch teigig. Oder ich lasse mir einfach Zeit, ich fange so, mache ein bisschen Kruste außen rum, mache es einfach außen fertig und dann lasse ich es aber noch ganz lange hier in einer gemäßigten Temperaturzone. Das könnt ihr euch angucken, wie es der Bäcker in seinem Schwarzwälder Backhäusle macht. Der fängt mit der hohen Temperatur an und dann bleibt das Brot eine ganze Weile bei einer sinkenden Temperatur im Backofen drin. Und das Ganze simuliere mir, indem ich hier einfach die entsprechende Wärmezone von der Glut ausnutze und das Stockbrot auch regelmäßig drehen, sodass man es gleichmäßig gebacken kriege. Such dir einen anderen Platz, wo es nicht so warm ist. Das reißt hier. Ja, das ist, weil die Hefe drin arbeitet in deinem Brot. Und es dann größer wird, das heißt, es wird fluffiger. Sieht doch schon mal sehr lecker aus, oder? Ja. Das ist noch heiß. Das ist noch heiß. Dein Stockbrot sieht schon ziemlich fertig aus, gell? Ja. Das haben wir gut hingekriegt. Oder du hast das gut hingekriegt. Es hat keine schwarze Stelle und es könnte noch ein bisschen fertiges sein. Das hängt jetzt aber so ein bisschen vom Geschmack ab. Ob ich das jetzt komplett durchbacken möchte oder ob ich das Ganze noch ein bisschen frisch und teigiger hätte. Manche schwören da drauf beim Stockbrot. Wenn es ein bisschen abgekühlt ist, dann können wir es abziehen, oder? Ah, guck, da bleibt dann immer. Wenn ihr merkt, es bleibt hier noch viel Teig hängen, dann ist es innen noch zu teigig, aber wenn es hier sich gut löst, dann ist auch schon mal gut. Bevor es hier rausdampft, aus dem Stockbrot. Machst du immer? Ja. Ja, heiß noch? Genau, ja. Guck, und jetzt können wir das hier auch aufmachen, da innen drin. Ach, wunderbar, oder? Okay. Bitte schön. Du bist auch mehr fürs Teigige innen drin, gell? Hopp, Vorsicht, legst du ja, zum Abkühlen noch. So, und während wir jetzt den Film drehen, so dass Sarah ihrem Video gemacht haben, hat keiner auf mein Stockbrot aufgepasst. Das hat jetzt hier eine schwarze Stelle gekriegt. Aber das ist ja gar nicht weiter tragisch, weil das kann ich einfach mit dem Messer hier ein bisschen abschaben. Bis ich wieder hier auf dem Braunen bin und dann kann ich ihn wieder weiterbacken. Weil hier auf der Seite, da kannst du auch ein bisschen Wärme vertragen. Und dann ist das auch soweit fertig. Unser Stockbrot ist fertig. Man sieht hier richtig noch, wie es dampft, also ist noch ziemlich heiß. Da können wir jetzt eigentlich guten Löschle reinstecken, gell? Nur rein ins Loch. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzugucken. Wir haben uns diesmal beherzigt, euch den Weg zum Teig auch genau zu schildern, wie ihr zum richtigen Hefeteig kommt. Diesen Hefeteig könnt ihr auch für alle andere Sachen, die ich so am Lagerfeuer backen kann, verwenden. Also in der gleichen Rezeptur. Man kann es auch verfeinern mit irgendwelchen Kräuter, Gewürze, Speck, Zwiebeln oder was willst du noch gerne reinmachen? Öl. Die Sarah ist nämlich der Meinung, dass ein Hefeteig einen Schuss Öl braucht. Das kann man auch tun, da wird er geschmeidiger. Das ist vor allen Dingen, wenn man Flade macht, wenn man Pizza macht, wenn man Flammkuchen macht. Ist das geschickt, da lässt sich besser auseinanderziehen. Wobei ich bin für unterwegs im Zeltlager immer für die einfache Sache. Je weniger man braucht, umso besser, oder? Dann hat man ein lecker Stockbrot und das werden wir jetzt einfach hier mal noch probieren. Und wie schmeckt's? Lecker. Lecker. Haben wir es gut gemacht? Prima. Von daher sagen wir Tschüss. Tschüss.
Euer Ralf von Jodeland und eure Sarah von Jodeland. Genau, bis dann. Ciao. Das schmeckt lecker.